Dich haben wir schon. Du kannst nicht schaden. Dich haben wir schon. Du kannst noch. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Jetzt noch die ganzen Resistenzen. So, und gleich kurz bevor wir bei ihm sind, können wir dann Eile sprechen. Irgendwas übersehen? Bewahrung. Bewahrung. So, jetzt nochmal das Ganze. Und wir achten genauer darauf, mit welchen Zaubern wir Schaden machen. Weil es könnte ja auch gut sein, dass wir nicht getroffen haben, weil wir falsch standen zum Beispiel. Das heißt, wir springen als allererstes, nachdem wir sie geheilt haben, auf einen der Bücherregalen, damit wir eine direkte Sichtlinie zu ihm haben. Und probieren dann die Zaubersprüche durch. Wir brauchen wesentlich mehr Trefferpunkte. Irgendwas kaputt? Nein. Gut. Eventuell sogar einen Nahkampf gehen mit dem Ding. Weil ich denke nicht, dass er im Nahkampf irgendwie Schaden anrichten kann. Und er kann Gerogon wenigstens zuhauen. Also ja, springen klingt nach einem Plan. So. Wenn wir jetzt zaubern, bringt das nichts. Du spring. Wir müssen da hoch. Na, so klappt das nicht. Taktischer Rückzug. So, du. Wir sind heilen. Du. Heilen. Können wir mit Erwachen auf die Müdigkeit? Nein. Du bist jetzt einfach nur schwach. Also ranspringen hat nicht geklappt. Dann halt auf selbe Höhe. So. Also. Genau hingucken. Implosion macht keinen Schaden bei ihm. Du heilst sie. Säurestrahl macht definitiv Schaden, das wissen wir. 33. Er ist übrigens wieder hochgeheilt. Also rauslaufen, wieder reinlaufen, ein bisschen Schaden machen, wieder rauslaufen, funktioniert nicht. Du machst Schaden mit deinem Hirnschlag, das wissen wir. Aber sie muss mehr gegenheilen. 3 Trefferpunkte. Oh, er kommt runter. Das ist gut. So, Implosion macht keinen Schaden. Blitzstrahl hatten wir auch ausprobiert, macht keinen Schaden. Todesschwarm? Macht Schaden. Okay. Du benutzt jetzt mal deinen Hirnschlag. 65 Schaden, sehr schön. Bienenschwarm. Und ich gehe mal ran, damit ich dann hauen kann. Du heilst Irrsinn. Säurestrahl, okay. Du machst Bienenschwarm mal zu deinem Standardspruch. So. Du hinschlagst ihn. Wie machen wir noch weniger Schaden jetzt, wo wir da dran stehen? Kann das sein? Kann Pech gewesen sein. 41, ja, war Pech. Ein. Also, ich weiß nicht. Irgendwas ist da komisch. Ein. Kann das sein wegen der Schwäche? 60% ist er? Das tut irgendwie weh. 11 Schaden. Ein Schaden. Ja, mit ihr heilen ist witzlos. Ihr Schaden machen. Trotzdem gegenheilen. Dann dienten sie als Tank. Quasi. 3 Schadenspunkte. Okay, wir müssen Säurestrahl was anderes probieren. Du weiter damit. Gerogon kann ruhig wahnsinnig sein. Das beeinflusst sein Angreifen, glaube ich nicht. Nur Zaubern wird dadurch beeinflusst. Du. Gedankenschlag. Hauen. Du probierst mal. Ach, Mist. Eile, aber hat nicht geklappt, weil sie müde ist. Wie jetzt? Warum haben wir keine Eile bekommen? Also, komisch.
Okay. Oh. 63, sehr gut. Oh. Du, das, da, du. Eile. Macht er nicht. Okay. 85. Daum. Du, Bienenschwarm. Komm schon, kipp. Oh, du garstiges Ding. Du trinkst einfach mal einen guten Heiltrank. Wie wär's damit? 17 ist nicht so toll, aber besser als nichts. Du machst eh nicht viel Schaden. Du mischst jetzt einen ordentlichen Heiltrank. Heilt sie. Du machst am meisten Schaden, also zauberst du. Jeder andere verabreicht jetzt einfach nur Tränke. Wir nehmen einen von den ganz guten Pilzen. Geschafft. 57er. Das tut dir irgendwie weh. Es macht nicht mehr so wirklich viel. Du. Die perfekte Mischung. Heiltrank. Du. Die perfekte Mischung. Heiltrank. So. Zauber. Ah, 11. Komm schon. Geron trifft für 1. Für 7. Für 11. Ja, okay, es läppert sich. Geron trifft für 12, ne, also. Talana fällt kichernd in Ohnmacht. Ja, er ist gleich hinüber. Sehr schön. Und er flieht. 3 Schaden. Hau ihn kaputt. Oh, sie hat keine Zauberpunkte mehr. Du. Geschafft. Mana-Trank. Erledigt. Und er ist tot. Boah, das ist ein garstiger Typ. Was hast du dabei? Ein Amulett. Was für ein Amulett? Alchemie plus 30. Das, ja, das bekommst du. Das kann weg. Wow. Okay. Der Rest kommt alles mit. Das werden wir aussortieren, sobald wir bei irgendeinem Geschäft sind. Oh, wir haben keinen Inventarplatz mehr. Okay, wir... Warte. Wir sortieren die Sache aus, wo wir wissen, dass wir die nicht benutzen werden. Also das hier zum Beispiel. Das da. Die war nur 5er, ja. Die kommen auch alle weg. Einer Kreakänzchen. So, so. Dafür hätten wir gern Drachenaugen. Das da. Das Drachenauge. Edelstein. Leere Flaschen haben wir langsam genug. Diese komischen Kaktusdinger, was machen die? 50. 50er Gelb. Ja. Dafür kannst du mal zu Hause bleiben. Und... Kein Platz mehr. Eine leere Flasche kommt weg. Dafür kommt noch ein Edelstein zu ihr. Und wir haben 2 Plätze. Dafür nehmen wir das und das damit. Okay, wir merken uns einfach, wenn wir noch ein paar, vor allem gelbe Reagenzien haben wollen, können wir die hier abstauben. Hier geht sie wieder raus. Ja, das... Oh. Kommen wir da hin? Vor allem, was ist das? Wahrscheinlich da oben lang, ne? Nee, spring. Du. Hüpf. Und du weck bitte Matalan auf. Auch wenn sie gekichert hat. Du heil auch ihren Irrsinn. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht da so richtig. Ah, doch. Reinkommen. Und hier ist gar nichts. Ich will irgendwie davon ausgehen, dass hier ein Knopf ist oder dergleichen. Nö, hier ist nichts. Kein Durchgang oder dergleichen. Geht's da irgendwo hoch? Ja, also der eine Raum hier ist noch sehr suspekt.
Vielleicht kann man da mit Telekinese später irgendwas machen. Das Auge da so mal anklicken. Da kommen wir so nicht ran. Nee. Auf der Höhe. Das wäre genau hier hinter. Aber auch nichts anklickbar. Nee, okay. Behalten wir einfach im Hinterkopf. Wenn wir ein wenig rumrätseln wollen oder irgendeine Art Zauber haben. Er schreckt mich jedes Mal. Irgend so eine Art Zauber haben, hinter die Stäbe zu teleportieren. Oder halt die Chinesen, um dahinter zu greifen. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Jetzt wollen wir allerdings erstmal verkaufen. Ganz viel Zeug verkaufen. Ein paar Stunden. So. Hüpf. Hüpf. Erstmal das sperrige Zeug. Oh, sehr schön. Das wird richtig was geben. Waffen, 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 Waffen. Was? Ich bin ein einfacher Waffenschmied und sowas übersteigt meine Fähigkeiten. Oh, die Mörderklinge ist ein Artefakt anscheinend. Okay. Danke. Guten Tag. Verkaufen. So. Danke. Bis. Das ist echt. Ich weiß nicht, was tierisch das ist. Tierisch wie Klimsen, Krams. Können wir das wirklich brauchen? So, das kannst du dir, das kannst du dir, das kannst du dir. Du hast noch das da. Was mit dem Schild hier? Ist das besser als das da? Ja, dezent. Dafür habe ich keinen Platz. So. Die Sachen können auch alle weg. Die nicht. Philosophenstein. Oh, das ist so ein Katalysator-Ding. Sehr hohes. Guten Tag. Darf verkaufen? Und Gerogon sabbert den Laden voll. Ach ja. Aber das wird ihm hier bestimmt tierisch egal sein. Weil wir kaufen sehr, sehr schöne Sachen an ihn. Danke. Trotzdem mach das mal weg, bitte. So. Guten Tag. Kann man ja nicht mit ansehen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Die hier nicht verkaufen. Also eigentlich alles, was bei Gerogon ist, nicht verkaufen. So. Danke. Jetzt kommen die Kinkerlitzchen und Edelsteine zu ihr. Und dann gehen wir zu dem Kinkerlitzchenhändler. Ich weiß nicht, was das ist. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg. Ich weiß nicht, was das ist. Noch ein Ring. Das waren die Reagenzien. Die brauchen wir noch. Vielleicht irgendwann für irgendwas. Das kann weg. Das erkenne ich nicht. Das muss identifiziert werden. Die Ringe wollten wir erstmal halten. Und die wollten wir auch behalten zum Verzaubern später. Ich sehe ein Muster. Brauchen wir wirklich noch Stehen so plus 9. Nö, das kann weg. Stunde macht, Stunde macht. Drachenhauch. Das sind alles mächtige Zauber, die behalten wir mal. Und wo wir auch gerade hier in Erasia sind, gehen wir gleich Kinkerlitzchen herstellen mit dem Erz. Damit das auch mal weg ist. Außerdem können wir die Sachen auch gleich verkaufen. Und zwar alle auch bei dem Kinkerlitzchenhändler. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Rüstungsklasse plus 7. Was hast du denn so? Nix. Plus 7 ist besser als nix. 22.000. Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht für die ganzen Levelanstiege reichen, aber ein Versuch ist es wert. Kann ich euch helfen? So, eigentlich alles, was sie hat, müsste weg dürfen. Ich guck nochmal ganz kurz. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges bei ist. Ja, schau gut aus. Edelsteine alle weg, Tränke weg. Ringe weg, die Reagenzien hält sich in Grenzen. Rubin kann weg. Eile kann weg. So. Was für eine Aktion. Also der Dungeon brauchen wir wirklich noch war so interessant. Nicht wirklich schwer, bis auf halt das eine Auge. Das war tierisch knackig. Wie lange haben wir dran gesessen? 10 Minuten oder so? Gefühlt jedenfalls schon. Nee, das behalten wir. War auf jeden Fall schön, dass es mal eine Herausforderung war. Dass wir wirklich auch in Runden quasi in den Modus gehen mussten und überlegen, welchen Zauber sprechen wir jetzt wann und so. Hatte was. Jetzt wollen wir allerdings
in den Himmel. Und hier wollen wir zur Ausbildungsschule. Und fast all unser Gold in Level stecken? Fragezeichen? Ja, damit wir als Mindest Lay muss alle Stufen bekommen. Die beste Ausbildung des Landes. Hervorragend. Ach du. Wie viele Stufen hat sie? Hervorragend. Okay. Lay ist jetzt Stufe 33. Der Rest ist 28. 41 Fertigkeitspunkte. Okay, wir hätten gerne Lichtmagie auf Meister. Großmeister? Lichtmagie auf Großmeister. Und sie hat keine Punkte mehr. Damit kann sie jetzt sehr, sehr mächtige Zauber sprechen. Wir müssen allerdings diese Zauber erstmal kaufen. Und wir müssen die Experten, Meister und Großmeisterlehrer finden. So, bevor ich jetzt irgendwas anderes an Geld ausgebe, will ich zur Lichtgilde hier oben und gucken, wie teuer die Buffs sind, die ich gerne haben würde. Ich denke, die werden mehr kosten als 27.000. Und dann kaufe ich die jetzt gleich. Das war doch hier, oder? Ich glaube schon. Dann kaufe ich die jetzt gleich und dann klappern wir einfach alle Lehrer ab. Wobei ich nicht weiß, wo der Expertenlehrer war und es dafür keine Notiz gibt. Aber das müssen wir dann gucken. Willkommen in der Gilde so, des Lichts. Solarstrahl wollen wir nicht. Prismenvoll. Tag der Götter wollen wir. Der Zauber erhöht zeitweise alle 7 Attribute der Charaktere um den dreifachen Fertigkeitswert in Lichtmagie. Jautsch. Der Zauber bleibt aktiv, bis die Gruppe ruht. Ja, doch, sehr schön. Auf Expertenmodus, alle Zauber werden mit dem dreifachen Fertigkeitswert angewendet. Okay. Meistermodus, alle Zauber werden mit dem vierfachen Fertigkeitswert angewendet. Also wenn wir den Spruch sprechen, dürften wir jede von diesen Fackelherausforderungen, wo man Fähigkeitspunkte bekommt, lösen können. Mit allen Charakteren. Einfach so. Weil sie hat jetzt schon 10 Punkte in Lichtmagie und sie kann Großmeister werden. Das heißt, alle 7 Attribute werden um 50 Punkte erhöht. Das ist Hammer. Also, ist gekauft. Das war genau das. Den anderen Zauber haben sie leider nicht. Prismenfeuer. Zauber verursacht 25 Punkte plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert der Lichtmagie. An allen Kreaturen in Sichtweite. Kann nicht im Freien ausgesprochen werden. Ja. Also der Spruch alleine ist jetzt schon wert, dass wir die ganzen Lehrer suchen. Aber erstmal abspeichern. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich nach Harmondale gehen und da gucken, ob wir einen Lichtexperten finden. Wenn da nicht, dann halt nach Erassia und danach nach Tullianischer Forst. Das heißt, wir werden nochmal alle Hütten abgehen, um den zu suchen, aber auch um andere Lehrer zu suchen, die wir vielleicht gerade brauchen könnten. Hatten wir schon häufig genug. Also es kann sein, dass die nächste Folge einfach nur sehr viel Laufen und Hütten öffnen ist. Müsst ihr gucken, ob ihr das denn schauen wollt oder nicht. Sonst können wir einfach die nächste Folge überspringen, dann passt das schon. Und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.